Wer tagsüber durch den Steinweg flaniert, kann kaum glauben, dass der Bereich nachts zur Partymeile wird. Doch vor allem am Wochenende feiern Nachtschwärmer in den Bars, Kneipen, Clubs und auch auf der Straße, oftmals mit reichlich Alkohol. Und mit steigendem Pegel steigt auch die Gewaltbereitschaft. Seit Ostersonntag nun hängen zwei Kameras im Bereich der Kneipen. Dominik Fehn von der Polizeiinspektion Coburg erklärt, warum die Überwachung aus Sicht der Polizei notwendig ist. Anlass ist, dass der Steinweg seit Jahren für die Coburger Polizei als sogenannter Brennpunkt, vor allem im Hinblick auf die Gewaltkriminalität, sprich Schlägereien, körperliche Auseinandersetzungen, gilt. Aufgrund dessen agieren wir auch zu relevanten Zeiten mit erhöhtem Personalansatz. Die Polizei sieht die Überwachung als eine ergänzende Maßnahme, mit der Gewalttaten eingedämmt oder auch aufgeklärt werden sollen. Außerdem sollte das subjektive Sicherheitsgefühl der Bürger gestärkt werden. Was aber halten die von der Videoüberwachung? Die Privatsphäre schränkt schon ein bisschen ein. Aber solange es da außerhalb ist und es mehrere Menschen sind, finde ich es nicht so schlimm. Also es soll halt nicht in die Läden und in die Umkleiden überall rein. Prinzipiell, wenn es der Sicherheit dient, kein Problem. Wenn damit die Schlägereien weniger werden und wir weniger in den Schlagzeilen sind, fände ich es gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, es ist kritisch zu bewerten, aber ich denke, dass es eine gute Sache ist, weil ich glaube, es gab genug Vorfälle, die das durchaus rechtfertigen und ich glaube, dass das schon dazu beiträgt, dass das hier alles sicherer und geordneter abläuft. Die Persönlichkeit, also die Privatsphäre ein bisschen eingeschränkt wird. Der Steinweg ist aber nicht nur Einkaufsstraße und Feierzone, auch Wohnungen befinden sich über den Geschäften, Kneipen und Clubs. Rico Böhme wohnt seit 8 Jahren mittendrin im Geschehen. Es ist natürlich eine Kneipenmeile, es gibt natürlich Bars und Clubs und da gibt es natürlich auch viele Menschen hier. Ganz normal, das bringt Innenstadtleben so mit sich, aber ich fühle mich trotzdem wohl und auch sicher und habe auch nicht vor, hier wegzuziehen. Als Anwohner ist Böhme von der Videoüberwachung unmittelbar betroffen. Vis-à-vis seiner Wohnung nämlich ist eine der Kameras installiert und das gefällt ihm gar nicht. Grundsätzlich überhaupt nichts gegen Videoüberwachung. Wenn sie zur Aufklärung von Straftaten hilft, ist das auch völlig okay. Aber wir müssen uns auf den öffentlichen Bereich konzentrieren. So wie sie jetzt angebracht sind, lassen diese Kameras auch Blicke in die Wohnungen der Anwohner zu und das darf nicht sein. Böhme hat einen Vorschlag, wie trotz der Überwachung die Privatsphäre der Anwohner gewahrt werden könnte. Ist einfach eine Sichtblende vor die Kameras anzubringen, sodass der Anwohner auch das Gefühl hat, egal was ist, sie kann mich nicht in meiner Wohnung beobachten. Das ist eigentlich alles, worum es hier geht. Im Moment könne die Polizei zwar noch kein endgültiges Resümee ziehen, aber eine Tendenz zeichne sich ab, sagt Dominik Fehn. Es zeigen sich auf jeden Fall positive Tendenzen im Rückgang an Einsatzzahlen und somit auch an Straftaten hier in der Örtlichkeit Steinweg. Im Allgemeinen aber auch vor allem die Gewaltkriminalität hat seitdem zurückgenommen, was wir jetzt zumindest tendenziell feststellen. Ob die Überwachung zur Dauereinrichtung wird, soll die endgültige Auswertung des Probelaufs zeigen.